Willkommen bei Magic Friends, eurem Fachhändler für Sammelkarten, Comics und Rollenspiel hier in Neumünster zu einer neuen Set-Vorstellung von Digimon, dem neuen Set ET07 Next Adventure. Ja, und dafür habe ich natürlich wieder unseren Digimon-Fachmann Lasse herangeholt. Was gibt's zu diesem wunderschönen Set zu sagen? Also erstmal... Ja, erstmal Randdaten. Wir haben wieder 112 Karten. Das hat sich mittlerweile ein bisschen eingependelt. Diesmal sind es nicht ganz 112. Wir haben 8 Karten dazu bekommen. Also mit 120. Bei diesen 112 Karten haben wir dann 44 Commons, 30 Uncommons. Ich glaube 26 Rares müssten es sein, 10 Super Rares, 2 Secrets und dann diese 8 Sonderkarten. Das sind dann Campaign Rares. Die sind nicht in dem 122 mit eingeschlossen, das sind 8 Promokarten. Genau, die haben dann auch das P als Symbol. Genau, die haben ein Promo-Symbol und die werden wir nicht mit in das Set einsortieren können. Die kommen nachher zu den Promokarten. Genau, zu denen sagen wir gleich noch was. Ansonsten das Display selber hat jetzt diesmal 2 Boxtopper sozusagen. Ja, ein Bonus-Boxtopper. Genau, ein Tamer und ein geschlossenes Pack, wo dann, du hattest mir erklärt, das sieht aus wie... Es sieht aus wie Digitama, als würdet ihr ein Digitama dazu kriegen, aber ihr bekommt einen Memory Boost dazu. Ein von 6, natürlich ein von 6 Farben. Das sind dann die Grund 6 Memory Boost, die wir in dem Starterdeck bekommen haben. Und die Artworks sind dieses Mal halt super süß gemacht. Mit eben Digitamas drauf. Genau, 2 Digitama, die dann jeweils sich ein Essen teilen, beziehungsweise im Fall von Lila prügeln die sich von Essen. Ja, passt zu Lila. Ja, genau, das ist ein bisschen anders drauf. Und, ansonsten, eine Sache könntet ihr eventuell vermissen in jedem Booster. Oh ja, was gestrichen wurde, schade für Alexander, die ganzen Memory Gauges, die sind rausgenommen worden. Ihr bekommt nicht mehr in jedem Pack eine Memory Gauge dazu, das tut mir leid. Die haben gelernt, Papier zu sparen, finde ich gut. Ja, und das fliegt ja nachher die. Genauso wie wir gelernt haben, dass man Packs anders aufmachen kann, das seht ihr am besten im Opening. Das könnt ihr jetzt hier oben auf dem i finden, aber am besten wartet ihr auf die Endcard, da verlinke ich es euch auch nochmal. Wird aber auch da schnell wieder vergessen, dass man gerne auch. So, genau. Gibt es irgendwelche speziellen Mechaniken? Worum dreht sich das Set jetzt eigentlich genau? Ich weiß nicht, aber ich glaube, Hybriden ist so ein bisschen aktueller. Nein, Hybriden ist das Thema. Wir haben 6 neue Themen, die nur auf Hybriden basieren. Die haben jetzt auch Inherited-Effekte, das seht ihr im Opening sonst mal genauer, da gehe ich da ein bisschen besser drauf ein. Aber wir haben jetzt für jede Farbe Hybriden dazu bekommen und alle von denen sind spielstark. Vor allen Dingen in Gelb, Blau und Rot, super coole Sachen dabei, Grün auch nicht zu vernachlässigen. Wer von den Neulingen oder Leuten, die sie vom Anime kommen, noch nicht so ganz mit Hybriden was anfangen kann, Entschuldigung, das sind die Charaktere aus Digimon Frontier, also eben die Kids, die sich in Digimon richtig digitieren. Das ist nachher die ganze Mechanik dann da. Wir haben Tamer und auf diese Tamer dürfen wir dann so Digimon draufklicken. Ja, das ist wohl auch schon, aber jetzt ist das halt das Thema des Sets. Dazu halt noch Ten Warrior, was so ein bisschen in Hybriden mit reinspielt und allgemein wird halt der Frontier-Bereich der Serie sehr stark. Kyubimon. Genau, Kyubimon, Lucimon haben wir auch, der, glaube ich, mit der Antagonist war aus der Serie. Der finale Antagonist. Richtig. Kyubimon war so der Zwischenboss und dann kam raus, dass quasi so der wirkliche Boss noch im Inneren schlummert und löst sich die Welt so auf. Ja. Genau, das sind so die hauptsächlichen Sachen. Richtig. Und sonst halt die Companions sind nun mal cool, dass wir sie jetzt so bekommen. In Japan waren das Promokarten, die man irgendwie anders erhalten hat. Fragt mich nicht wie. Aber auch super cool. Sie nehmen euch keinen Platz im Display weg für ihre Super Rares. Ihr kriegt sie halt zusätzlich 4 Stück pro Display dazu. Haben wir auch rausbekommen im Opening. Und so kriegt ihr halt insgesamt 13 hochwertigere Karten pro Display. Was jetzt auch, ich glaube, neuer Höchststand ist. Genau, die zeigen eben das Level 6, Level 6er Digimon, der ursprünglichen Digimon-Staffel mit dem entsprechenden Tamer dazu. Genau. Also das kann man jetzt nicht so sagen, Kari hat Seraphimon oder mit dem entsprechenden, nicht Tamer, damals hießen sie ja noch Digi-Ritter. Genau, der Digi-Ritter mit seinem Level 6 oder mit seinem Mega-Digimon, außer wie gesagt bei Kari, die hat nicht Magna-Dramon, sie hat glaube ich Seraphimon. Das passt aber dann tatsächlich auch wieder hier dazu, weil da ist Seraphimon. Seraphimon kam ja eigentlich erst in der...
Die wurde ja, stimmt, die wurde von Frontier auch als Engel gezeigt. Ja. Genau, der wurde hier auch als Engel gezeigt. Das stimmt. So. Nee, ja, das sind so der Inhalt. Was natürlich auch unterstützt wird, ist in diesem Set großes Antibody-Thema in Schwarz. Wird jetzt viel unterstützt werden, klar, ich komme jetzt noch ein bisschen mehr. Dann haben wir jetzt auch Susanomon als großes Bossmonster für unsere ganzen Taylor-Decks oder für unsere Hybriden-Decks. Wichtige Karte für viele Decks, nicht so stark wie in Japan durch verschiedene Nerfs von anderen Karten. Und sonst allgemein Blue Hybrids wird spielstark sein durch die Möglichkeit zu stunnen. Green Hybrids wird auch cool mit den ganzen konstanten Sachen, die wir machen können. Leader Decks wie Lilith Loop wird auch eine ganz neue Spielweise bekommen. Also allgemein passen wir sehr viele Decks neu an. Und jetzt fürs Digifest, falls sich manche von euch interessieren, wird es auch, ihr müsst dieses Deck oder dieses Set einfach mitnehmen. Die Karten werden später auch wieder definieren. Ja, und jetzt die Frage, wo kriegt ihr die Displays her? Bei eurem Fachhändler des Vertrauens. Bei uns eben die Displays für 85 Euro und einzelne Booster für 4 Euro. Schaut gerne vorbei, stöbert auch gerne in unseren Einzelkartenordner. Und dafür schicke ich euch jetzt, wie gesagt, weiter auf das Opening-Video. Da hat der Lasse mal wirklich so schöne Karten rausgezogen, die er selber so gar nicht auch gar nicht. Also ich habe ein paar davon, werde ich dann sehen, was passiert. Genau, hier auf der Endcard findet ihr das und wir wünschen euch erstmal viel Spaß beim Zocken und sagen ciao. Tschüss.